windig heute. Unsere Bahn Nummer 15, ein langes Par-4-Loch. Und auf einem langen Par-4-Loch will ich den Ball so weit wie möglich ins Spiel bringen. Also brauche ich meinen längsten Schläger. Den Driver, wenig Neigung, langer Stock, also langer Schaft. Somit maximales Tempo. Aber nicht nur der lange Stock und der große Kopf mit der geringen Neigung sorgt dafür, dass ich weit schlagen kann, sondern vor allen Dingen meine Bewegung, die dazu führt, dass meine Hände jetzt gleich im Treffmoment wirklich maximales Tempo generieren. Das erreiche ich jetzt nicht mehr wie beim Chippen nur aus Rumpfbewegung oder wie beim Pitchen aus einer Kombi aus Rumpf und Winkel, sondern ich brauche jetzt zwei zusätzliche Bewegungen. Zum einen brauche ich neben Rumpf und Winkel auch noch Hub der Arme nach oben hinten. Ich muss also meinen Schultergürtel, meine linke Schulter quasi vorspannen. Zusätzlich will ich noch mehr Körperrotation generieren. Dafür brauche ich meine Beine. Ich bin also jetzt im Grunde von unten nach oben, wenn ich das so ausführe, Beine gegen den Boden, Rumpf gegen die Beine und Arme gegen den Rumpf, völlig verdreht bzw. aufgespannt. Ich habe Spannung gegen den Boden aufgebaut, mit dem Oberkörper gegen die Beine und mit den Armen gegen den Rumpf. Und dadurch habe ich maximale Vorspannung. Jetzt brauche ich eine ganz wichtige Bewegung, die diese Vorspannung zum Auflösen bringt. Nämlich eine Beinarbeit zum Ziel. Die sorgt quasi dafür, dass die Spannung in meinem Körper auf ein Maximum getrieben wird. Und am Ende dadurch so eine Art Kettenreaktion entsteht. Erst wird der Oberkörper gegen die Beine arbeiten, dann die Arme gegen den Oberkörper und das alles so, dass die Hände und Arme erst zum Treffmoment maximales Tempo generieren. Das klingt komplizierter als es ist. Am Ende gibt es zwei Grundfakten, zwei Grundthemen, die man erreichen muss. Spannung im Ausholen und dann Beinarbeit zum Ziel in die Endposition. Wenn das beides gelingt, wenn ich im Ausholen Spannung aufbaue und dann mit meinen Beinen nach vorne arbeite, dann entsteht nahezu von alleine maximales Tempo im Treffen. Auch wenn dies etwas vereinfacht dargestellt ist, ist das Erreichen der Endposition nach einem ordentlichen Ausholen wirklich eine Basismove, ein Basismove quasi, um ernsthaft einen guten Golfschlag zu erreichen. Das ist ein kleiner Quick-Tipp. Erreicht eine gute Endposition bei eurem vollen Schlag. Nur dann kann die Beschleunigungskopplung quasi, das eins nach dem anderen im richtigen Moment, dann am Ball Power generiert. Nur dann, wenn ihr eine Endposition erreicht, kann das ungefähr richtig geklappt haben. Ich zeige euch, was ich meine. So kann es aussehen. Also, erreicht eine gute Endposition. Der Drive unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem vollen Schlag. Ein großer Unterschied ist das andere Setup mit einer anderen Ballposition. Daraus resultiert eine andere Körperposition. Aber die Bewegung, die ich ausführe, ist Spannung aufbauen, Endposition erreichen. Viel Spaß beim Üben.